Sebastian, herzlich willkommen im Futsal-Studio auf futsalblog.at. Servus Stefan, grüß dich. Eine Frage, wir haben jetzt sehr lange in der zweiten Liga kein Futsal gespielt. Wie habt ihr die Pause verbracht, beziehungsweise ich glaube, ihr habt ja ein Nachwuchsprojekt gestartet. Wie schaut das bei euch aus? Genau, also wir haben vor ein paar Monaten mit einer eigenen Nachwuchsmannschaft begonnen, auch zu trainieren, also in der spielfreien Zeit der Erwachsenen. Wir trainieren zweimal die Woche, also wir trainieren parallel Fußball und Futsal. Inzwischen sind es 20 Kids im Alter zwischen 7 und 11 Jahren, die da dabei sind bei uns im Verein. Und bei der Kampfmannschaft haben wir mit vorletzter Woche das Training aufgenommen mit den Spielern, die jetzt nicht aktiv im Fußball involviert sind, damit die auch hoffentlich für die neue Saison dann einfach auch fit sind und ja, dementsprechend performen können. Wie lange gibt es bei euch schon das Nachwuchstraining? Ihr seid ja da sehr fortschrittlich, weil es gibt ja nicht einmal viele Bundesliga-Vereine, die eine Nachwuchsmannschaft haben. Angefangen haben wir eigentlich schon letztes Jahr im Herbst. Dann hat uns eben, wie alle anderen, auch die Corona-Welle erwischt. Das sind doch einige Kids, haben dann wieder aufgehört. Und jetzt mit Sommer, mit Juli, Juni, Juli 2021 haben wir wieder begonnen, das ein bisschen zu promoten und zu forcieren. Und der Zulauf ist sehr gut. Wie gesagt, wir koppeln das ja Fußball und Futsal. In Österreich Futsal nach wie vor ja noch recht unbekannt. Aber die Kids nehmen es gut auf und ja, es ist eher so ein Stück weit auch, dass man genug Trainer bekommt, die da einfach unterstützen. Also aktiv bin ich dabei, wir haben jetzt noch zwei Trainer, die da aktiv mitwirken, aber ich hoffe, dass es besser wird und auch bei den Kids der Zulauf einfach noch mal größer wird. Hast du vielleicht irgendwelche Tipps für andere Vereine, weil ich habe schon Gespräche geführt und es gibt ja einige, die auch gern einen Nachwuchsbetrieb einführen wollen. Auf was muss man da schauen? Was sind die Schwierigkeiten? Ja, klar. Na, wie gesagt, am meisten sträubt sich, denke ich, an der Manpower, dass du einfach genug Trainer hast, die das dann auch mit begleiten. Das ist einmal ein Aspekt. Da musst du schon ganz gut aufgestellt sein von vornherein. Das zweite sind natürlich Spielstätten. Das ist, je nachdem, wo du bist, nicht ganz so einfach. Wir haben das Glück in Graz, dass wir doch mehr Möglichkeiten haben als vielleicht beispielsweise das in Wien der Fall wäre. Und prinzipiell denke ich, einfach ausprobieren. Also ja, wie gesagt, habt ihr die Kinder dazu überhaupt gebracht, dass sie zu euch kommen? Also habt ihr das einfach über Facebook oder Instagram initiiert oder seid ihr direkt auf Vereine zugegangen? Wie habt ihr den Startschuss dort gelegt? Nachdem wir tatsächlich ein eingetragener eigener Jugendverein sind, sind wir nicht auf andere Vereine zugegangen, weil dann hätten die sicher Sorge gehabt, dass wir ihnen die Kinder abluchsen. So. Nein, wir haben das einerseits tatsächlich über Social Media ein bisschen promotet, gar nicht so stark. Und in unserem Fall haben wir einfach mit ein paar Projekten kooperiert, die es gerade schon gibt. Das sind vor allem auch Projekte für sozial schlechter gestellte Familien, wo einfach ja, die Kooperation gut funktioniert und die schicken uns dann einfach immer wieder mal Kids und so füllt sich das dann halt langsam auf. Muss man bei euch Mitgliedsbeitrag zahlen oder ist das extra finanziert über Sponsoren? Wie läuft das da bei euch? Bei uns gibt es schon einen Mitgliedsbeitrag, wobei der tatsächlich sozial gestaffelt ist. Das heißt, Familien, wie gesagt, die sozial schwächer aufgestellt sind, zahlen weniger. Gibt es dann einfach im Vorab immer ein Gespräch mit den Eltern. Und ansonsten gibt es entweder die Möglichkeit, monatlich zu zahlen oder einen Halbjahresbeitrag. Also wie bei jedem anderen Verein. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Sponsoren gibt es auch ein paar, aber das ist jetzt nicht die Haupteinnahmen sozusagen für den Jugendverein. Sebastian, du hast gesagt, 7- bis 11-Jährige. Habt ihr diese Altersgruppe ganz gezielt ausgewählt oder hat sich das einfach in den Vorbereitungen so ergeben? Wir haben es tatsächlich ein Stück weit so ausgewählt, weil es einfach schwierig ist. Du weißt, im Futsal gibt es ja keinen Nachwuchsspielbetrieb bei den Kindern. Dementsprechend ist die Motivation oft sehr schwierig hochzuhalten. Wenn du keine Spiele hast, keine Freundschaftsspiele, wie auch immer, ist es schwierig. Und da wir auch im Fußballbetrieb mitmachen, ist es einfach so, dass wir da geringere Mannschaftsgröße brauchen, was ich ja durchaus sinnvoll erachte. Und dementsprechend wird es einfach vorsichtig angegangen sein. Das heißt, du brauchst bei einer U9
vielleicht 6, 7 Spieler, dann kannst du antreten und dann funktioniert das auch. Wir haben versucht, da mit Älteren zu arbeiten. Wir haben das letztes Jahr im Winter auch schon gemacht und davor auch schon. Allerdings da ist es tatsächlich so, dass die Fluktuation einfach höher ist und du einfach auch mehr Spieler brauchst. Und wenn du keinen Spielbetrieb bieten kannst, das ist immer sehr, sehr schwierig, ist einfach Kinder zu halten. Also wie gesagt, ich kenne andere Futsalprojekte, du weißt das, die ich auch erwähnen möchte, von Patrick Babic zum Beispiel in Wien, die Futsal Academy, wo einfach die Spieler von anderen Vereinen gecoacht werden im Futsal. Und da stellt sich das Problem nicht, aber bei uns ist es natürlich gekoppelt an den Spielbetrieb. Ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit zurzeit, die wir haben im Futsal-Nachwuchs, weil du wirklich im Futsal speziell nur Freundschaftsspiele oder Turniere spielen könntest im Winter. Das war ja noch nicht der Fall aufgrund von Corona. Und über die Sommer, also Frühling, Sommer, Herbst, Monate. Rechnest du jetzt im Winter, dass irgendwelche Turniere wieder stattfinden bei euch in der Steiermark oder fahrt ihr auch in andere Bundesländer dann? Also ich weiß, dass in der Steiermark zum Beispiel die steirischen Nachwuchsmeisterschaften im Futsal schon abgesagt wurden. Okay. Für diesen Winter. Es wäre sehr schön, wenn es welche geben würde. Ist halt immer gekoppelt natürlich an die Bestimmungen, die dann aktuell sind. Wir sind ja auch bekannt dafür, dass wir Turniere organisieren. Aber auch da ist es einfach schwierig, wie gesagt, nach den Bestimmungen. Also nicht einmal ich selbst weiß, ob wir die geplante Turnierreihe, die wir durchziehen wollten, ob wir das wirklich schaffen. Also einfach, ich tendiere jetzt eher dazu, dass es nicht möglich sein wird, leider. Okay. Wann wären da die Termine? Ab Mitte November grundsätzlich wäre angedacht. Das ist eh schon bald, wie gesagt. Aber die Gespräche mit den Vereinen, die da unsicher sind, überhaupt anzutreten und. Also wie gesagt, da schwimmt einfach so viel mit, dass es fast unmöglich ist, dass man das dieses Jahr zumindest durchführt. Okay, Sebastian, vielen Dank für deine Zeit und wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg bei den Bemühungen im Nachwuchsbereich und auch bei der Kampfmannschaft. Ja, danke Stefan, gerne.